Kurz vor 7 Uhr morgens. Rush Hour am Salzburger Lokalbahnhof. Bis zu 15.000 Pendler täglich nutzen die Salzburger Lokalbahn für den Weg in die Arbeit. Seit 1886 ist die Salzburger Lokalbahn, die damals noch Salzburger Eisenbahn- und Tramway-Gesellschaft hieß, im Einsatz. Damals hat die Strecke zwei Teile umfasst. Die eine Seite war die Nordstrecke und die andere die Südstrecke. Heute besteht nur mehr die Nordstrecke zwischen Salzburg-Hauptbahnhof und Lambrechtshausen. Von Montag bis Sonntag im 30-Minuten-Takt. Zwischen Bürmus und Ostermittag alle Stunde. Und zur Hauptverkehrszeit unter der Woche, also Montag bis Freitag, gibt es zusätzliche Lokalbahn-Expresszüge, die von Ostermitting bis Salzburg bzw. am Nachmittag wieder von Salzburg nach Ostermitting fahren. Mit der Salzburger Lokalbahn fahren derzeit knapp 5 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Unsere Standardgeschwindigkeit sind 80 km/h und so ein dreiteiliges Fahrzeug, wie man es hinter mir sieht, hat ca. 65 Tonnen. Lokführer Wolfgang, Zugbegleiter Alfred und Mechaniker Markus kümmern sich darum, dass die Fahrgäste pünktlich und vor allem sicher an ihr Ziel kommen. Wolfgang ist ein echtes Urgestein bei der Salzburger Lokalbahn. Seit 39 Jahren ist er hier bereits im Dienst, seit 29 als Lokführer. Ich habe aber angefangen als Weichenschlosser. Also früher war das so, dass man da alles vom Gleis her durchmachen hat müssen. Vorher ist man gar nicht zum Fahren gekommen. Und da habe ich als Schlosser angefangen und war Weichenschlosser. Also wir haben die ganzen Weichen hergerichtet, gewartet. Das habe ich 10 Jahre gemacht. Und nach den 10 Jahren hat sich dann der Fahrplan erhöht. Und dann haben sie Fahrer gebraucht und dann habe ich mich melden können. Bevor Wolfgang die Lokalbahn in Betrieb nimmt, muss er sie jedes Mal komplett durchchecken. Denn Sicherheit steht hier an oberster Stelle. Ja, schauen wir mal das Fahrzeug an. Gehen wir rundum, schauen wir großteils an, ob irgendwelche Sachen offensichtlich kaputt sind, ob irgendwelche Kabel überhängen oder irgendwas beim Fahrgestell, Soundschlauch und dass das alles passt. Dann eben die Einsteigen, die Türkontrolle, die Türgriffe, dass keiner eingerissen ist und ich habe gesagt, dass die Türen funktionieren, dass die Klappsessel gut sind, dass da keiner anbrochen ist. Dann genommen kann ich dann einsteigen, kann man das im Führerstand dann herrichten, also Licht, dann die Bremsprobe. Dann mal den Wohnpass einschreiben, dass ich jetzt den Wagen fahren bis. Da eben dann die Funkprobe. Also dass die Beständigung gut ist. Es ist, viele sagen, also man fährt eh nur auf und ab und es ist eh immer das Gleiche. Es ist jeden Tag und jede Tour anders. Wir haben zwar großteils, 1%, darf ich mal sagen, die gleichen Leute, aber es ist komischerweise, also bei jeder Haltestelle ist es immer anders. Als Lokführer trägt man bei so vielen Fahrgästen natürlich eine große Verantwortung. Wolfgang ist die komplette Fahrzeit über hochkonzentriert und wachsam, vor allem bei ungesicherten Übergängen und im Haltestellenbereich. An Stellen, wo Wolfgang nicht in jeden Bereich einsehen kann, gibt er erst ein Warnsignal, bevor er aus der Haltestelle ausfährt. Von den 18 Triebfahrzeugen, die derzeit im Einsatz sind, sind 13 mit einem Niederflurmittelteil ausgestattet. Das heißt, dass Menschen mit Behinderung oder Personen, die sozusagen eine besondere Mobilität bedürfen, barrierefrei in den Zug einsteigen können. Auch Alfred gehört mit 36 Dienstjahren als Zugbegleiter bei der Salzburger Lokalbahn schon fast zum Inventar. Es ist total abwechslungsreiche Tätigkeit, Kundenkontakt, auch sehr viele Stammgäste, was wir haben, das positive Feedback, was wir tagtäglich bekommen. Wir achten auch immer tunlichst darauf, dass unsere Triebwagen noch Möglichkeit sauber sind, praktisch die neuen Kunden, was den Zug betreten, dass sie einen sauberen Fahrgastraum vorfinden. Schlechte Laune gibt es während Alfreds Dienst nicht. Man ist selber nicht auch immer gleich gut gelaunt, nicht? Aber das lässt man natürlich im Fahrgast nicht zu spüren. Immer freundlich und zuvorkommend verkauft und entwertet Zugbegleiter Alfred die Tickets der Fahrgäste. In der Zwischenzeit macht sich Teamleiter Philipp Lütl auf den Weg in die Remise. Hier bespricht er mit Mechaniker Markus die heutigen Inspektionen. Nach 8000 Kilometer aller spätestens mal jeder Triebwagen zu uns rein, wird dann komplett durchgecheckt. Also vom Licht angefangen, also innen wie außen, ob es Beschädigungen gibt.
fange mit den Sandrohren an, die werden gereinigt und auf Beschädigungen kontrolliert. Dann holt Markus eine Scheibtruhe voll Quarzsand, denn die braucht der Zug zum Bremsen. Das ist so, ich meine, heute haben wir das Wetter eh dazu, jetzt ist die Schiene nass. Und es ist ja Eisen auf Eisen. Und damit der Zug besser einen Haftwert hat, haben wir einen Quarzsand runter. Das ist kein Lokführer steuern, damit er besser eine Bremswirkung hat. Dann kontrolliere ich diese Magnetschienenbremsen. Weil da haben da die Aufschweißungen drauf, wenn es zu einer Gefahrenbremsung kommt. Ja, da mache ich es mit der Spachtel. Eigentlich kann man die Aufschweißung mit der Spachtel runter. Bloß wenn es fest haben sind, muss man mit dem Meißel drauf gehen und runterklopfen. Und nachher das Ganze noch mit Bremsenreiniger gereinigt. Und als allerletztes wird dann diese Spurkranzschmierung kontrolliert, weil das braucht auch eine gewisse Füllmenge. Das wird durch einen, ja wie beim Auto kann man sagen, mit einem Drillmessstab. Und da hast du auch die Markierung drauf, bis dahin muss es sein. Markus ist mit der Inspektion fertig. Die Bahn kann in Kürze wieder auf die Strecke. Auf der Strecke Salzburg-Lamprechtshausen sorgt Alfred in der Zwischenzeit für die sichere Zusammenschließung zweier Triebwegen. Zurück im Zug tauscht er die Papierrolle in seiner Kasse und hält seine Stammgäste bei Laune. Mein Traumjob wäre nicht, dass ich in einem Büro den ganzen Tag Bildschirmarbeit machen würde. Das ist nicht mein. Ich habe sehr gerne den Umgang mit Leuten bzw. Fahrgästen, was wir ja nicht zu wenig haben. Schätze ich sehr. Positive Feedback von unseren Fahrgästen. Sie schätzen unsere Leistung. Täglichen Einsatz, was wir machen, fahren. Wir haben täglich mehr als 20 Stunden Betrieb zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ist auch immer jeder Tag natürlich eine Herausforderung. Auch Wolfgang lebt seinen Traum als Lokführer. Dass dafür mehr nötig ist, als die Bahn nur zu fahren, weiß er ganz genau. Technisches Verständnis sollte man haben, nicht? Weil das ist jetzt, das, was wir jetzt machen, jetzt fahren, jetzt ist ja nichts. Wir haben jetzt keine Störung und gar nichts. Aber wenn es dann irgendwas hat, also die Türstörung und Türkontrolle, dann sollte man schon irgendwie versuchen können, das zu herrichten. Wir haben zwar Schulungen, wo das so ist, aber es ist natürlich ein Unterschied, was ist, wenn ich halt vom Beruf her so gewisse Mechaniken gelernt habe, als wir, ich bin jetzt bitte nicht besser Bäcker oder irgend, und der hat also mit Zahnradl nichts zu tun oder mit einem elektrischen Motor oder mit irgendwelchen Steuerungen. Im Prinzip macht es immer noch Spaß, weil es ist nie jeder Tag gleich. Also das, was ich da jetzt tue, das tue ich jetzt wirklich schon 30 Jahre, der Beruf macht eigentlich Spaß nicht. Was ja auch schön ist, wir sind draußen, sprich in der Natur und trotzdem drin. Ob es regnet, schneit, der Wind geht, ist eigentlich gleich. Wir sind immer herin. Egal bei welcher Witterung, 20 Stunden jeden Tag ist die Salzburger Lokalbahn im Einsatz. Dank Mitarbeitern wie Wolfgang, Alfred und Markus ist die Bahn pünktlich und vor allem sicher auf Schiene.